Sie werden schon auf unsere Wahrzeichen gewartet haben. Steinerne Fotomodelle erzeugen als riesige, abgerundete Granitrestlinge besonders geheimnisvolle Orte. Ihr gehäuftes Vorkommen hat hier nur eine kleinflächige Bewirtschaftung zugelassen. Die größten Blöcke, im Bild die lutherische Kirche, wurden um 1900 als Bausteinlieferanten genutzt. Der Granit ist vor mehr als 300 Millionen Jahren als Wurzel des variszischen Gebirges im Erdinneren erstarrt. Allmählich wurde das auf ihm lastende Gebirge abgetragen. Vom gewaltigen Gebirgsdruck befreit, ist das Land seitdem fortwährend in Hebung begriffen. Für zusätzliche Bewegung im Granitkörper sorgten die Verschiebungen der Erdkruste. All diese Vorgänge erzeugten Risse, die den Granit in Quader zerlegten. Während einer tropischen Klimaphase vor 56 bis 35 Millionen Jahren drang wärmeres Wasser entlang der Risse ein. Die mitgeführten Säuren griffen vor allem die Ecken und Kanten an. Diese tiefgründige chemische Verwitterung rundete die ursprünglich kantigen Quader immer mehr zu wollsackartigen Formen ab. Anschließend wurden die Blöcke vom eigenen Verwitterungsgruß befreit und thronen heute imposant auf den Höhenrücken der Landschaft. Liegt so ein Block nur mehr punktförmig auf, kann man Tonnen von Granit mit einer Hand zum Wackeln bringen.